So, das haben wir wieder. Back in the Action. Wir haben einen Söldner hinter uns. Irgendwo. Da oben, glaube ich. Warte mal, Icarus. Was ist denn hier? Was haben wir denn hier? Warte mal. Gar nichts, ne? Wo müssen wir jetzt hin? Warte mal, schauen wir mal auf die Karte. Ja? Weltkarte nicht verfügbar. Ja, danke. Achso, da unten sind sie. Okay. Ach, schau. Schau einer an. Kämpfen die gegeneinander? Cool. Ja, super. Ja, der macht jetzt alle Maya, oder was ist denn jetzt los? Das soll mal einer verstehen, ne? Kämpfen die jetzt gegeneinander? Würde es ein Lockmittel sein oder so? Na? Den Söldner werden wir jetzt killen. Ja, du bist mein Hero! Super hast du das gemacht! Hoppala! Hallo? Danke, ne? Ich habe seine billige Klamotten, ne? Super. Können wir uns teleportieren jetzt da, dorthin? Ja. Wir müssen hier raus. Wenn einer uns deppert wird, ne? Also der Typ da. Dann müssen wir den halt leider killen, ne? Karok? Jack Sparrow, ja? Wer ruft nach mir? Haben die irgendwas? Warte mal. Icarus? Haben die irgendwas da? Cooles? Schatz oder so? Ich bin aber neugierig. Sehr nice. Neue Gravur freigeschalten. Sehr gut. So. Icarus. Locos, Locos, ne? Gibt's nix, okay. Und dann sind wir wieder die Warcraft, ne? Hui. Und Cassandra fliegt. Und siegt. Aui. So. Schnellreise aktiviert. Bitte warten. Hold the line. Bitte haben Sie Geduld. Bitte warten. Hold the line. Bitte warten. Bitte warten. Hold the line. Bitte warten. Bitte warten. Bitte warten. Bitte warten. Hold the line. Dankeschön. Loco, loco. Oh. Also das ist die geheime Kammer. Der Kult ist nicht gerade subtil. Hm. Spiel mit Brill. Ja. Ich würde sagen, ne? Auf geht's. Hopp, hopp. Das ist sie also. Die verborgene Kammer des Kults. Hier die ganze Zeit. Ich gehe rein. Hast du auf meine Sachen auf? Es wäre besser, wenn du unbewaffnet gehst. Eine Waffe werden sie sicher nicht dulden. Ach nö. Wie sehe ich aus? Ihr Kasperl.
beängstigend. Gut. Komm zu mir, wenn du die Wahrheit herausgefunden hast. Und behalte einen kühlen Kopf. Handle nicht überstürzt. Ich überstürzt? Okay, das sehen wir noch, ne? Sammle Informationen. Okay, warte. Ja, speichern nochmal. Richtigen speichern. So. Okay, los geht's. Wie heißt die Parole? Toilettenpapier. Wer hat sich diese lächerlichen Kostüme ausgedacht? Hallo, hinten ist was gewesen. Rachmi. Das ist mal Fackel, habe ich da. Gönnt's mir nicht einmal Fackel. Was ist denn da? So, jetzt geht's los. Seid willkommen. Ich bin's. Euer neuer Chef. Chefin, besser gesagt. Bussi. Du bist spät. Sehr spät. Zum Glück ist Deimos noch nicht hier. Entschuldigung, das ist mein erstes Mal. Eine neue Rekrutin? Herzlich willkommen. Na, servus. Ziemlich viele Leute hier. Sie alle teilen unsere Gesinnung. Gut. Wir treffen uns, um die Fortschritte des Kultes seit dem letzten Treffen zu besprechen. Wir haben uns schon recht lange nicht getroffen. Wo kommen die alle her? Von überall her. Wir kommen als Gemeinschaft zusammen. Hier gibt es keine Gegner, kein Krieg, keine zwei Seiten. Ja. Du hast jemanden erwähnt. Deimos. Wer ist das? Seinen Namen wirst du dir sehr schnell merken können. Er ist unser Anführer. Ich bin sicher, dass er das glaubt. Aber nein, er ist unsere Waffe. Er ist schwierig, aber er leistet wichtige Arbeit für uns. Ich beneide ihn kein bisschen um seine Stellung. Habe Dank. Ich unterhalte mich mit den anderen. Hab Dank. Ja, mach nur, bevor Deimos auftaucht. Wer weiß, ob du danach noch zu Wort kommst. Okay, dann müssen wir ganz schnell. Lava, lava, blabber, blabber. Lava, lava. Jo. Jo, was geht? Jo, ich bin's, die Neue. Weiter! Bist deppert? Bisher geht es nur um Blut, aber wer weiß, Deimos will vielleicht als nächstes unsere Hände. Mhm. Na los, mach schon, bringe dein Nö. Opfer. Wie kriegt der AIDS, Alter? Wasch das. Nein, danke. Das Blut ist für die Sache, nicht für den Jungen. Verbringe dein Opfer. Oh, verzeih mir. Wir müssen uns einfach darauf konzentrieren, was die Blutlinie uns bringen wird. Die Blutlinie? Die Mutter, der Vater, die Schwester. Du weißt schon, seine Sippe. Wir brauchen sie. Alle. Um sie zu benutzen? Das darf Deimos natürlich nicht erfahren. Du weißt, wie sprunghaft er ist. Er könnte unser aller Untergang sein. Ich werde es für mich behalten. Das solltest du. Und dass wir seine Mutter gefangen nehmen werden, darf er auch nicht wissen. Du Trottel, du. Um was mit ihr zu tun? Ich würde nicht so laut sprechen an deiner Stelle. Vertraue zu darauf, Stelle dass sie uns Welle. Nutzen wird, sofern wir sie kontrollieren können. Weißt du, wo sie ist? Nein, aber bald wissen wir es, das versichere ich dir. Sie ist das nächste Ziel des Kults.
Erzähl mir von Deimos. Er hat uns gezeigt, was wir wissen müssen. Er ist eine Maschine, eine Waffe des Kults. Jemandem, der so labil ist, kann man solche persönlichen Informationen nicht anvertrauen. Ich muss los. Auf unsere großen Ziele. Auf die Ziele. Ich brauche weit mehr Informationen, um diese Kultisten zu entlarven. Du hörst nicht richtig zu. Ich bin noch nicht überzeugt. Du, wir brauchen eine unvoreingenommene Meinung. Warum Ressourcen vergeuden, um eine Frau zu suchen, die wir nicht finden können? Wenn wir unsere Kräfte konzentrieren, gehört Athen uns. Kümmern wir uns um die akuten Gefahren. Wir sollten Perikles unschädlich machen. Nicht ohne die Mutter. Wir sind nicht stark genug ohne die Mutter. Lass das nicht Deimos hören. Wenn überhaupt, sollten wir den Vater finden. Die Mutter kennen wir. Nach dem Vater zu suchen, wäre eine Verschwendung von Ressourcen. Was meinst du? Sollten wir die Mutter aufspüren oder den Vater? Weder noch. Hast du eine bessere Idee? Die Schwester, Cassandra. Die haben wir schon so gut wie in der Hand. Wir müssen an die Zukunft denken. Nein. Kümmert euch um sie. Wenn ihr mich jetzt entschuldigt. Ich hab dich ganz genau verstanden. Du liegst falsch. Wir müssen jetzt den Vater finden. Was ist denn das für Disco-Kugel? Na. Da waren wir ja schon. Schlange? Wir müssen uns einig werden. Der Kult soll entscheiden. Die Yakut. Was ist mit dir? Ja. Was ist da? Nix. Super. Super. Ich bin hier. Was willst du denn noch von mir? Wir wollen, dass du kooperierst. Dass du dich fügst. Das ist doch nicht zu viel verlangt, oder? Warum so ein trauriges Gesicht? Wie die tragische Maske der Melpomene. Deine Familie ist sicher fürs Erste. Tu ihnen nur nichts. Tu ihnen nicht weh. Das liegt ganz an dir, aber du wirst dich benehmen, denn du kennst ihr Schicksal, wenn du es nicht tust. Bitte, nicht! Wir werden sie töten. Deine Frau, dein Kind. Und wofür solltest du dann noch leben? Für nichts. Ganz genau. Na, der nimmt es so eng. Den Stand haben wir jetzt gefunden, aber... Hoppala. Cassandra. So. Gibt's da hinten was zu finden? Zusammen, Malaka! Du bist wie ein Schwein auf dem Weg zum Schlachter! Ich tue es, ich schwöre es. Ich töte ihn. Lass mich gehen. Siehst du gerne zu, du kranke Gestalt? Du wirst nicht nur zusehen, du wirst diesem unverschämten Stück Scheiße eine Lektion erteilen! Nö, mach das selber, Scheiße. Hat er es verdient?
Das ist doch völlig egal, oder? Was ich sage, wird getan. Keine Fragen erlaubt. Ich konnte es nicht tun. Aber ich habe keine Angst. Jetzt nicht mehr. Wenn du noch nicht mal einen Künstler töten kannst, was wirst du tun, wenn du einen Archon töten sollst? Ich werde es tun. Ich werde Phidias töten. Ich... Los, zeig ihm, was mit Feiglingen geschieht. Sie werden verbrannt. Nein, ich werde es nicht tun. Gib dem Feigling noch eine Chance. Küche schuldet dir was, du glücklicher Hund. Du behältst deine Haut. Für heute. So haben wir unseren Freund gefunden. Er hätte mich umgebracht. Er ist verrückt. Vielen Dank. Mach dich nicht unbeliebt bei ihm. Bestimmt nicht. Aber er hat recht. Ich gehe sofort nach Athen. Ich werde nicht noch einmal versagen. Ich werde Phidias töten. Bist du nicht? Wenn du nochmal so eine Scheiße baust, fließt Blut! Jetzt verschwinde von hier, bevor das Blut dieser Verräterin auf deine Kleider spritzt! Du! Jemand wurde gesehen, wie er dein Haus betrat. Draußen lagen tote Wachen. Sag mir, mit wem du gesprochen hast, oder ich muss dir wehtun. Bitte, ich flehe dich an! Sie hat mich genötigt, ich dachte, sie tötet mich! Sie? Ich bringe dich um! Was hast du ihr erzählt? Warum lacht denn der? Der hat einen Witz erzählt, oder? Rede! Oder ich gebe dir gleich einen echten Grund zum Heulen. Könnte ich doch etwas tun. Aber wenn ich mich jetzt zu erkennen gebe, war alles umsonst. Hm? Wo musst du denn da schnitzen? Cool. Ich könnte einfach schnitzen vor ihr. Sie macht ihr voll Angst. Wow. So. Die Mutti Kultis. Da drüben waren wir, da waren wir. Hoppala. Jetzt sind die Klamotten wieder nass. Das ist super, Cassandra. Jo. Jungs. Wisst ihr vielleicht, wo die letzte Spur ist vielleicht? Ich bräuchte Infos, ne? Untersuchungsgebiet. Dann ich suche unter. Da gehen wir baden. Da ist ja was versteckt dahinter, ne? So. Hoppala. Briefe vom und an den Kult. Götter, sie haben Stellungen in der ganzen griechischen Welt. Die Gefahr ist größer, als ich dachte. Merkwürdig. Ich spüre etwas. Diese Pyramide, sie ist bedeckt von Scherben. Sie gleichen der, die Elpenor besaß. Dann fügen wir mal das Puzzle zusammen, ne? Es scheint zu passen, ne? Das haben wir aktiviert, ne? Ah, deines war das fehlende Stück. Jetzt ist es vollständig. Immer wenn ich es sehe, ruft es nach mir und singt. Von der Macht ruft es auf dieselbe Weise nach dir.
Es geht. Das tut es. Was machst du? Bist du völlig von Sinnen? Nein. Er ist noch nicht mal hier angekommen. Reiß dich zusammen und sei still. Zolle der Blutlinie den gebührenden Respekt. Schnauze. Oh. Er hat Köpfchen. Elpenor ist tot. Und? Einer von euch ist ein Verräter. Das Artefakt wird ihn enttarnen. Das ist der Deimos. Jeder wird auf die Probe gestellt. Du zuerst. Super. Los. Du. Ja, ohne Masken wird es besser funktionieren, ne? Ah, ah. Chicago. Ja, hallo? Du. What the fuck? Alexios. Wer bist du? Geh! Du! Komm her! Der kleine Bruder, hm? Der gibt dir richtig Gas, ne? Viel Sparta. Oder so, ne? Jetzt weiß man endlich, ne, was das im Bild ist, ne? Im Ladebildschirm, ne? So, das ist das Artefakt. Du lebst. Der Kult kontrolliert alles. Der Kult hat eine Armee. Der Kult ist hinter meiner Mutter her. So. Sie kennen mich. Meine Familie. Sie wollen meine Mutter töten. Verstehe. Schlimmer, als ich gedacht habe. Nö. Und außerdem ist egoistisch gewesen, haben ne? Sie eine Waffe. Und was für eine?
Ein Kämpfer. Stärker und grausamer als alles, was ich bisher gesehen habe. Herodotos. Er ist mein Bruder. Wir müssen nach Athen. Athen? Wir müssen meine Mutter finden. Na. Meine Kleider. Speer. Natürlich. Mein Speer. Voilà. Ich hau'n gleich über die Häuser, ne? Der Kult des Kosmos nennt meinen Bruder Deimos. Er konnte mit Hilfe eines Artefakts meine Erinnerungen sehen. Cassandra, der Mann, dem ich diene, wir müssen ihm von all dem erzählen, bevor es zu spät ist. Hast du den Namen Perikles schon mal gehört? Sagt mir jetzt nichts mehr heute, voll verschwitzt. Perikles ist der König der freien Menschen von Athen. König? Athen hat keinen König. Perikles dient den Menschen und nicht andersherum. Er dient den Menschen? Stimmt, das ist nicht sehr königlich. Zweifle nicht. Er versucht, diesen Krieg zu beenden. Wir alle tun das. Wenn es Mächte gibt, die sich gegen ihn verschwören, müssen wir ihn warnen. Wir müssen los. Athen! Sie verfolgen meine Familie, meine Mutter. Ich muss sie finden. Du trägst die Waffe des Leonidas. Benimm dich auch so. Wenn Perikles diesen Krieg nicht beendet, sind wir alle so gut wie tot. Deine Mutter eingeschlossen. Zum Teufel mit deinem Krieg! Der Kult will meine Familie auslöschen! Du bist der griechischen Welt verpflichtet. Wie ich auch. Perikles muss gewarnt werden. Ja, dann geh. Sie ist meine Mutter. Was würdest du tun? Wenn es einen Ort gibt, an dem wir etwas über deine Mutter erfahren, dann ist es Athen. Wie? Perikles umgibt sich mit den größten Denkern Athens, den größten der Welt. In Athen kannst du deine Pflicht gegenüber deiner Familie erfüllen. Bevor es losgeht, muss ich dich bitten, zum Denkmal von Leonidas in den Thermopylen zu kommen. Leonidas? Warum? Ich muss etwas herausfinden. Etwas, das uns vielleicht hilft, den Kult zu besiegen und deine Mutter zu retten. Du hast bewiesen, dass ich dir trauen kann, aber beeilen wir uns, Herodotos. Erst zu den Thermopylen, dann nach Athen. Zu den Thermo was? Thermotylen? Ich sorge persönlich dafür, dass jeder einzelne dieser Kultisten stirbt. Der Kult des Kosmos. Okay, der Kult des Kosmos ist eine geheime Organisation mächtiger Menschen, die die Weltherrschaft an sich reißen wollen. Suche in der ganzen griechischen Welt nach Hinweisen, um die Identität seiner Mitglieder zu enthüllen und ihn an allem mal zu zerschlagen. Drücke. Kult. Mutti Kutti. Der Kult des Kosmos ist ein Kult, kannst du Hinweise einsetzen und Kultisten enthüllen, zu verfolgen und Kult des Kosmos zu vernichten. Na, okay. Ja, da haben wir schon einige, ne? Schauen wir mal an. Hinweise und links gefundene Identitäten an Kultisten, diese enthüllen. Sie Kultisten auf der Karte verfolgen, aha. Hast du Hinweise, um den noch mächtigeren Kultisten zu enthüllen? Na, okay. Das ist der Big Boss. Das sind die kleinen Fische. Oh je. Ah, den haben wir schon. Hm.
Unentdeckter. Ne? Sind die alle unentdeckt noch, ne? Kostet das was? Warte mal. Enthüllen. Wer braucht Demokratie, wenn das Geld die Welt regiert? Da haben wir noch nix. Enthüllen. Ohne mich ist der Kult gar nichts. Selbst die Götter erzittern vor mir. Knie nieder oder stirb. Okay, die können wir alle so enthüllen, okay. Wir dann, go. Chaos ist unsere größte Stärke. Na, den haben wir nicht. Der Kampf ist erst vorüber, wenn außer mir niemand mehr steht. Wir herrschen mit Chaos und zerstören, was sich uns in den Weg stellt. Sklaven hören besser, wenn man ihnen die eigenen Regeln in ihre Hinterköpfe ritzt. Ritz mal los, Ritzi. Was ist ein Leben wert, hinter dem nicht tausend andere stehen? Haben wir nicht noch genug Hinweise? Okay. Der Kosmos fordert das Wissen über die Geheimnisse in den Herzen der Menschen ein. Deshalb schneide ich sie auf. Und da unten sind wir hier. Okay, warte mal. Achso. Sind jetzt auf der Karte sichtbar? Jawohl, da ist einer. Okay. Da unten auch. Da unten noch nichts. Okay. Warte mal. Lass mal Testlauf machen. Klassische Herausforderung abgeschlossen, Geschichte gemacht. Ins Bett gemacht, okay. So, wir sind da. Details. Der war schön jetzt. Okay, ein Gürtel. Ja, dann mal go, ne? Oder? Wir sehen uns in der nächsten.